Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Ark Survival Evolved. Mit dabei die Danu. Servus. Hi. Und der Obili. Hi. Grüß dich. Ja, und ich muss die ganze Zeit schon wieder lachen irgendwie. Ja, hau dich selber. Ihr hört's vielleicht. Es ist tatsächlich so, wenn ich schlage durch meine kurzen Arme, ist das irgendwie jetzt mit den letzten Patches so, dass ich mich selbst hau. Ach, du fällst tot um. Ich verliere hier, wenn auch nur wenig, aber ich verliere Leben. Und bei, wer es nicht glaubt, kann sich das dann bei mir anschauen. Genau, bei der Dano könnt ihr das dann auch ansehen. Und leider geht das nicht, wenn ich hier die Selfie-Cam mache und schlage, dann bin ich immer wieder sofort in der Ego-Perspektive. Aber merkst du, wie ausländer da ist? Wie er was? Haut sich permanent selbst. Ja, er steht auf Schläge. Was hast denn du angestellt? Dass du dich dauernd haust. Ich frage mich, ob ich dabei nur meine Rüstung zerstöre. Ja, ich weiß nicht, das ist, weißt du, wenn du morgens aufstehst und schaust in den Spiegel und siehst das da, dann ist es verständlich. Apropos das da, was da hinter mir steht. Ne? Also in der letzten Folge bin ich umhergeflattert und habe versucht, einen Quetzi, Quetzal, Quetzo, einen Horst. Ich habe ihn freundschaftlich Horst genannt, den Vogel einfach, weil mir der Name nicht einfiel. Und verzweifelt versucht, einen zu finden und naja, da ist er. Naja, aber frag nicht, wie lange ich den gesucht habe. Aber genau, das ist Danu, nicht deiner. Genau, Danu und Ovili haben den gezähmt schon vor ein paar Tagen, schätze ich. Ich wollte den ja auch schon aufnehmen. Vor 2 Tagen? Ja, das müsste der Patch gewesen sein, so ungefähr, ne? Oder? Ja, ja, da ist das gute Vieh, ein riesen Flattermann. Ich werde ihn mal ganz kurz... Ja, ja, steckt drauf. Zeigen, also wenn man... Boah, blendet das die Plattform. Ja. Man kann mit dem ganz normal laufen, wie mit dem Vogel auch seit einigen... Es gibt nur ganz starke Erdbeben. Echt? Ja, merke ich nicht so viel von. Ja, und mit der Leertaste hebt man entsprechend ab. Interessant ist wohl wirklich dieses eine Feature. Mal schauen, Moment. Wenn wir jetzt hier so sind und verlieren Ausdauer ein bisschen. Wenn ich jetzt absteige, quasi, also wenn ich die Zügel loslasse... Dann regeneriert er wieder Ausdauer, obwohl er jetzt hier schwebt. Das ist, denke ich, nicht gewollt. Mal schauen, wie viele Patches Doch. Das noch... Ja? Das ist gewollt. Ach was, okay. Deswegen braucht dieser Quetzal auch niemals landen. Deswegen wirst du den noch niemals am Boden finden. Okay. Das ist natürlich hart. Naja, und wir können mit dem so ziemlich alles außer Rex und Spinos heben. So zum Beispiel und hier... Und Paraceratheriums kannst du auch nicht heben. Paraceratheriums nicht und Brontos nicht und Spinos und T-Rex und so. Das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erzählt, genau. Aber hier, ihr seht es jetzt beispielsweise, der Ankylo. Ich sehe nichts, du bist zu weit weg. Ja, aber die anderen, die Zuschauer sehen dich, ne? Und der Ankylo ist kein Problem und überhaupt das meiste, wie gesagt, kein Ding. Das heißt also, da holt man sich dann die interessanten Viecher und zähmt sie sich dann in der Zähmbox. Man schruckelt das hier an der Basis mittlerweile. Naja, und nicht nur das ist quasi eine nette Sache, die ich euch zeigen will, sondern ich habe hier ein bisschen gebaut im Offscreen. Mit großartiger Unterstützung quasi auf farmender Seite von Obi und Danu. Also das mit Einpacken musst du noch lernen. Ey, das ist doch, also bitte. Jetzt schon. Ist doch optimal hier. Also so wie der vorher bei dir zu Hause gesessen ist, naja. Also bitte. Da hat er im Baum halt ein bisschen geguckt. Ja. Leider kann der keine Brille tragen. Das haben wir eben probiert. Ich bin sogar extra gestorben dafür. Genau. Da der noch keinen Sattel hat, sondern nur die Plattform, klappt das mit der Brille nicht. Die geht nur auf den Sattel drauf und naja. Aber das soll noch kommen, der Sattel, und dann wird er auch seine Brille kriegen. Die muss riesig sein. Natürlich kriegt er Brille. Würde auch gerne verpassen. Ja. Sieht bestimmt extrem schräg aus bei dem. Mit diesem Kamm da oben drüber auch noch. Bin gespannt. Die Brille müsste vorher sein, nehme ich an, vor diesem Kamm. Ja, genau, die müsste davor sitzen dann. Wahrscheinlich ganz Hört vorne auf der Nasenspitze, aus. Das wirkt dann sehr intelligent so. Ja, und so. Oh ja, der Professor Quetzal. Genau, Professor Quetzal, ja. Und so, ich muss sagen. Ja, im Moment ist das allerdings der kleinste, glaube ich, den wir am Server geziemt haben. Ja. War nur schon so genervt von der Suche, dass ich mich mit einem Level 8 auch geknüpft habe. Ja. Und er hat an Wert immerhin schon knapp 4000 Leben. Ja, er hatte leider nur 700 Stamina. Das ist der große Schwachpunkt beim gewesen. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Das bisschen Fliegen jetzt hat ihn schon fast außer Puste gebracht. Aber ja, gut, du musst relativ oft loslassen. Ist dann ja auch nicht so schlimm. Außer im Kampf oder so.
Aber Gewicht 973 finde ich schon mal ziemlich krass für so einen kleinen Level. Ist ja ein Lastenvogel. Ja, also geht einiges drauf auf die Plattform. Insofern, da kann man gespannt sein, was man da so an Kreativität noch reinfließen lassen kann. Und Kreativität ist, denke ich, das Stichwort. Wir wollen hier mal ein Ah bisschen ja, wir wollten ja bauen. was tun. Und ich hatte da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht es, nachdem wir zuletzt hier so ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt 2 Folgen her, oder was? Meine Fahrstuhlfolge. Und da hatte ich hier schon mal so ein bisschen rumprobiert und naja, war nicht so recht zufrieden. Also habe ich das mit dem Tor nochmal versetzt, habe die Plattform nochmal hier erweitert oben und dann mir gedacht, komm, ich habe ein paar Wände, baust du mal. Und jetzt ist halt so die Idee hier unten, bauen wir eine Produktionshalle hin. Hier oben wird eine Ebene reingezogen, da kommt dann oben drauf ein Lager. Und hier draußen, ja, hier draußen haben wir so einen schönen breiten Durchgang, da kommt keine Zwischenebene rein. Dieses kleine Bauhütchen hier, das kommt noch weg. Ja, Und das kommt dann dann weg. wäre die Idee, hier einen Stall zu machen. Aber das Wichtigste will ich jetzt mal zeigen. Das hat die Danu gebaut. Ja, das gibt es dann auch bei mir zu sehen. Genau. Das ist die Rampe, beziehungsweise das Treppenhaus, nennen wir es mal. Auch wenn es noch immer keine Treppen gibt in diesem Spiel. Bin mal gespannt, ob die noch kommen. Ja, ich bin froh, dass es keine Treppen gibt. Stell dir vor, du müsstest jetzt dauernd Treppen steigen. Immer hüpfen. Oh Mann. Nein, bitte nicht. Nee, es ist rollstuhlfahrergerecht hier und so. Obwohl ich mir das sehr spannend vorstelle mit dem Rollstuhl hier runter. Na, eher hoch. Hoch? Ja, da müssten wir dann noch so eine Seilwinde Ja, auf jeden Fall ist die Rampe absturzsicher, also da kommt auch ein Kuh ja nicht mehr dazu, runterzufallen. Genau. Hier seht ihr noch 2 Türen übereinander. Da ist irgendwie so ein kleiner Bug. Ich glaube, diese eine Rampe ragt zu weit rein. Man kam von unten rein, nicht durch diese Tür durch. Da musste man irgendwie immer mal kurz springen oder so. Dann ging das. Ja, aber komischerweise nur du und Obi. Ich bin durchgekommen. Sonst hätte ich das ja gleich gemacht. Okay. Nee, ich hänge da fest. Also, das. Vielleicht, ich meine, ne, bin ja ein bisschen massiger Ja, du gebaut, bist ja ja. sehr groß und sehr, Ja, ja. also von daher. Hier, wir haben Nebel. Es wäre kein Let's Play von Koya, wenn wir keinen Nebel hätten. Das ist irgendwie ein Gesetz. Bei H1Z1 und bei Ark. Sobald Naja, ich du liebst halt Nebel. die Aufnahmetaste drücke, Kommt Nebel. der Nebel. Das ist irgendwie miteinander verkoppelt. Das Das ist muss ein ich Zeichen. irgendwie. Das muss ich. Und mir wurde völlig zu Recht vorgeworfen. Du hast vergessen, die Säbelzahnkatze zu zeigen. Verdammte Hacke, ja, habe ich. Es tut mir leid. Die haben wir gezähmt und danach wollte ich sie ja zeigen, wenn sie fertig ist. Das habe ich echt vergessen. Ach, das Alter. Nee, das war die Hektik vom Urlaub, noch diese ganzen Aufnahmen zu machen. Hier ist sie, die Gute. Und, oder der Gute vielmehr, der gute Silvester ist es. Hat mittlerweile auch ein bisschen gelevelt. 178er Level, 4300 Leben. Jetzt soll es mal auf Damage gehen. Hat schon 450%. Das geht, denke ich, noch ordentlich hoch. Ich werde mit ihm demnächst mal kloppen gehen. Ich denke mal, das könnte man auch aufnehmen. Muss ich mal gucken, Natürlich. dass ich mit ihm mal so ein bisschen auf Tour gehe und wir den ein bisschen leveln. Vielleicht kriegen wir das hin, dass Dano oder Obelie oder beide noch dabei sind. Und dann suchen wir mal ein bisschen Alpha-Gefiech. Die killen es mit den Großen und ich bin mit dem Silvester irgendwie dabei oder so. Das kriegen wir bestimmt mal hin. Ja, sicher. Wäre eine feine Sache. So hat man ja deinen Vogel hochgelevelt. Oh ja. Hast du jedes Alpha-Vieh oder jedes größere Vieh einmal angehackt? Ich habe es mit dem Spino Ja. zerlegt und dann 20 Level oder was hat man gemacht in recht kurzer Ja, Zeit, ne? 20 Level. Ja, das war cool. Mittlerweile ist der Dickschädel 206. Super. Hat Na sich gut, gelohnt. dann leveln wir damit meinen Vogel. Ja, auf diese Art und Weise kann man eigentlich alles leveln. Im Grunde genommen, wenn 2 Leute einen kleinen Saurier oder was auch immer nehmen und einer ist mit einem großen Vieh unterwegs. Dann kann man gleich 2 richtig gut damit hochbringen. Gut, jetzt wird aber Tu gebaut. mal was. Wird immer was geschafft hier, nicht immer nur labern und Hände in der Tasche. Jetzt geht's rund. Ich würde ein paar Ceilings reinziehen. Wollt ihr mal Wände bringen? Also Wände Na gut. rumziehen sozusagen. Oder wie wollen wir es machen? Er sagt mir, was sie Mach mal. braucht und ich hol's. Ja, also beispielsweise, ich könnte diese eine Mauer reinziehen, die Decke reinziehen und ihr könntet hier einfach mal ganz außen eine Mauer langziehen. Hier. Aber am besten mit Fenstern komplett, oder? Wie machen wir es? Haben wir dafür genug? Obi, hol mal die Fenster hoch. Die sind schon oben. Ich mal gucken, wo braucht man ein Fenster? Auf jeden Fall braucht man sie hier vorne beim Fahrstuhl. Da brauchen wir Unten ist nichts mehr Fenster. drin. Hier rüber braucht man nicht unbedingt. Müssen wir mal gucken.
Okay. Alles, was wir hatten, unten ist oben. Gut. Hast du schon hochgebracht? Ja. Wie viel sind das? 28 oder sowas hattest du gesagt, ja. Naja, dann sollten wir vielleicht am Anfang nochmal ein bisschen geizen. Damit machen wir notfalls ein paar mehr Wände erstmal. Achso, Wasser hat die Dano ja auch schon reingelegt. Natürlich. Das werden wir noch fleißig brauchen für... Huch, was ist denn hier? Schau dir das mal an. Wie ist denn da passiert? Irgendwie... Lücke. Hab ich mich irgendwo verbaut? Kann das sein? Nee, kann doch eigentlich nicht. Ich mach die zweite noch einmal zum Setzen. Über dem Wasseranschluss. Ach so, die? Meinst du, die ist zu weit nach links? Ja, die greift so ein bisschen in die... Obwohl, die greifen alle so ein bisschen ineinander. Nee, die sitzt normal. Ich glaube eher, die eine sitzt zu weit rechts. Die sitzt ziemlich weit in der Wand drin, die eine. Ist ja interessant hier. Hier erlebst du Sachen... Ja, die ist auf jeden Fall so weit rechts. Das siehst du auch an dem Kreuzbalken hier unten an der Wand. Dann versuch die nochmal zu setzen. Noch mal zu setzen, ja. Au! Jetzt schlägt er sich selber, jetzt schmeißt er sich Ceilings am Kopf. Oh Mann. Oh ja, das wird mit dir noch ein ganz schlimmes Ende nehmen. Das ist ja lustig. Ja, jetzt passt. Da oben bei der Wand sieht es auch ein bisschen komisch aus. Da ist irgendwas ist hier komisch. Na gut, egal. Hauptsache es läuft. Ja, und dann oben das Lager. Unten die ganzen Maschinen, die haben Obi und Danu schon vorbereitet. Die können wir fast komplett setzen. Ja, da können wir auch sagen, wir haben da mal was vorbereitet. Genau. Hab da mal was vorbereitet. Hier muss ich auch wieder aufpassen mit dem Setzen. Du möchtest aber die Fenster auf Höhe von dem Tor oder ganz vorne? Moment. So. Passt das? Oder da ein Eck rein. Fenster, Eck, Tor... Ja, da. Ah, nee, nicht so weit vorne. Hier, auf Höhe vom Tor. Auf also Höhe diese, vom Tor, ich habe es gedacht, ja. Ja, diese Linie hier. Also hier vorne soll eine Ceiling-Reihe frei bleiben. Ja. Was willst du da vorne machen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Pflanzen. Also Verteidigung für den Lift halt. Also wir werden noch ganz viele von den Pflanzen brauchen, verstehe. Ja, und Turrets und... Alles. Ist verdammt teuer. Ich weiß, ich habe das schon gesehen. Das ist übel. Aber da werden wir noch ein, zwei von brauchen, fürchte ich. Wollen wir mal gucken. Ja, naja, ein, zwei sind nicht so das Problem. Ja. Erst Problem, das sind 10, 20. Ja, um Gottes Willen. Ich denke mal, wenn insgesamt vier Turrets hier um die Basis verteilt sind und dann noch ganz viele Pflanzen, die sind ja jetzt nicht unbedingt aufwendig, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstens kriegt man relativ schnell die Samen, seitdem er die in den Sümpfen quasi farmen kann. Und zum anderen brauchen sie ja eigentlich nur Wasser, ne? Oh. Und Dünger. Ja, und um einmal zu wachsen, aber nicht mehr um... Und bin ich mir nicht mehr so sicher. Die heilen sich durch den Dünger. Okay. Also laut Amazonen brauchst du doch einiges an Okay. Naja gut, dann... Aber es ist schaffbar. Musst du einfach nur Stimberries beischaffen und stellst dir dicke Onkels hin. Also wir haben drei dicke Onkels oben in unserem Haus eingesperrt. Und vier Komposter haben wir auch. Siehste, geht... Oh, bin ein bisschen voll. Aber ich glaube, du willst nicht wissen, wie viele Komposter die Amazonen oder die Wilden Nilgen stehen haben. In dem zweistelligen Bereich beide. Okay. Ja, dann müssen wir hier einfach das Ganze strategisch klug machen. Dann brauchst du weniger und erreichst mehr. Bestimmt. Mhm. Ja, das geht schon. Ich weiß noch nicht wie, aber... Ja, ich habe schon gesagt, ich schaue dir dann zu dabei. Also ich schaue mir dann die Videos an, wie du EVP machst. Ja, würde ich auch gern sehen. Ich weiß auch, da gab es einen tollen Kommentar, da steht drinnen, Koja, bitte mach kein PvP. Ja, der weiß schon warum. Ja, ich habe ihm drunter geschrieben, du lass dich da nicht umstimmen. Das, der wird H1Z1 gesehen haben und dann sich gedacht haben, bitte nee. Bloß nicht, gell?
Ach, alles nicht so schlimm. Hauptsache man hat Spaß. Heißt ja nicht, dass man gewinnen muss. Ja, mit den Leuten da am Service ist ja kein Problem. Das ist ja das Schöne, dass hier alle das sowieso immer alles locker sehen und keiner da verbissen zu Werk geht oder so. Und wenn ich so die Storys höre, wie die Amazonen ihre PvP-Abende verbringen und wie erfolgreich sie sind, Hüstel, dann... Also, die sind voll erfolgreich, hast doch vorhin gehört. Ja, total, ja. Das total. Hätte die auch nicht besser hinbracht. Brauchst du jetzt noch irgendwas aus Stein? Fenster? Okay. Fenster wären gut. Und die zweite Reihe drauf, aber normale Wände, oder? Genau, da machen wir ganz normale Wände. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo ziehe ich die Ebene mit dem Stromkabel rein? Mache ich die zwischen die Stockwerke? Das wäre eigentlich am intelligentesten. Wäre sinnvoll, ja, weil dann brauchen wir vom Generator nur eins hoch und kommen in das zwischen die Stockwerke. Dann müsste ich hier eigentlich, also die Idee ist, wie bei mir in der Hauptbasis, nenne ich es mal nach wie vor, ein Geschoss zu machen, wo die ganzen Kabel liegen. Da müsste ich jetzt allerdings die Fenster doch wieder abreißen. Dann müsstest du ja, die Fenster genau eine Reihe drüber und da halt noch eine kleine Rampe hoch. Ja, da müsste ich jetzt hier... Weil sonst hast die Rampe hier... Hier noch eine Rampe hoch machen, ja, genau. Oder... ganz andere Idee, du reißt die zwei Rampen weg, baust da mal zwei Fenster rein und machst Ceiling oben drauf und machst die Rampen dann gleich drei hoch, weil das geht sich ja aus mit zwei Rampen. Ja, dann laufe ich aber hoch gegen die Wand. Dann müsste ich ja, die nach hinten ja setzen. Ja, eins nach vorne versetzen. Ja, ja, genau. Das ginge. Wäre sinnvoll. Man kommt ja von der Rampe runter in das Zwischengeschoss, ne? Also das ja, eben. Und auch wieder drauf auf die Rampe, ja. Und wenn es das genau um eins nach hinten versetzt, geht's ja. Aber das da musst du warten, bis ob ihr jetzt zwei Fenster hat. Wieso Fenster? Ja, achso, nee, da in der Ecke brauchen wir normale Wände. Genau, hier das Geschoss. Dann hauen wir ein Ceiling. Obwohl, hier könnte man auch Fenster machen, du, das wäre doch gar nicht schlimm. Dann könnte man ja naja, zur Not auch wozu? Da was raus. Ja gut, ich meine, jetzt sitzen sie, sie schaden ja nicht. Ja, die stören nicht, aber sonst brauchst du da nee, sonst brauchen wir sie nicht, aber dann würde ich die jetzt lassen und nicht abreißen. Dann machen wir hier das Zwischengeschoss und ich hole mal eben ein paar Rampen. Ich glaube, da habe ich noch welche. Ja, ich habe fast 60 da lassen im Kasten von meinem Rampenbau. Tja, dehydrated schon. Ich habe mit vielen Abbrüchen gerechnet. Komisch, warum nur? Ja, weil ich wusste, was mich da erwartet. Wie viel haben wir gesagt? Drei Stück, so. Nein, zwei Rampen brauchst du für drei Höhe. Ach so? Naja, ja. Ich rechne mal mit Verschleiß. Rechne mal mit vier. Ich rechne mal mit vier, ja. Machen wir so. So, dann musst du oben in der Ecke eine Ceiling draufhauen. Genau, die Ceiling, die habe ich sowieso dabei. Dann machen wir die jetzt dahin. Erstmal die Rampe weg. Wenn ich die obere abreise, hält dann die untere? Ja, ne? Die müssen ja... Mach erstmal die Ceiling oben drauf. Nein, mach du nicht. Was? Du sollst. ja. So, meinst du, ja? Nein, so meinte ich nicht, aber Moment, ich schau mal, ob ich eine Ceiling bauen kann. Was? Na, du brauchst für die Rampe doch oben ein Ceiling. Nee, kann ich natürlich nicht. Ach, oben die. Ja. Ach so, ich komme jetzt erstmal hoch und dann sonst kann ich kommst doch... du ja nicht. Nein, du sollst die Rampe doch in einem drei hochbauen. Ach so. Mhm. Das ist alles so kompliziert. Ja, ich komme mal hochgeflogen. Moment. Okay. Das ist. Bin gleich da, ich bin nur etwas überladen. Ja, ja. Nimm den Quetzal, der ist am nächsten. Ja, bin schon gleich da. Es dauert nicht mehr lang. Welchen Tempo rennst du gerade? Es ging. Ich hab. Oh, Mann. Ja. Ich merke, du bist mit Quetzal unterwegs. Also nicht auf mich! Mann. Ich sehe sie gar nicht mehr. Wo sind da nur hin? zwischen den Beinen vom Quetzal. So, wo müsste ich jetzt da oben? Müsste ich die Plattform hinsetzen, ne? In die Ecke, so. Genau. So, dann haben wir jetzt. Jetzt ist die Frage, soll die Rampe da ankommen? Ja, genau, da soll die Rampe enden. Dann reißt die drunter mal wieder weg. Wollte ich ja eh.
Deswegen hast du es noch einbaut, gell? So, jetzt fangst du an, oben die Rampe zu setzen. Aha. Und siehst dann, dass die ungefähr eineinhalb Stockwerke runtergeht. Also eineinhalb, ja, so, jetzt baust du dann unten die nächste und du wirst Hokus Pokus am Boden ankommen. Das ist ja hier höchst effizient. Ich muss nur mal treffen. Warum rennst du so langsam? Ich weiß nicht, aber ich komme leider nicht unten am Boden an. Also ganz knapp nicht. Das sieht jetzt voll scheiße aus. Hier geben wir mal zwei Rampen. Ja nicht. Ich hab das schon x-mal so gebaut. Yes. Einmal mit Profis. Ja, ehrlich wahr. Moment. Rampe. Wo ist sie denn? Da ist sie. Zack. Bitteschön. Bin immer noch überladen. Was? Jetzt baue ich eine Rampe. Ich will doch keine Rampe bauen. Ich wollte was. Ach Mensch, einmal mit Profis. Falscher Server. Falsches Spiel, falscher Server, falscher Let's Player. Genau. Yep. Ja. Aber es ist schön, wenn du dir selbst deine Antworten gibst. Wie viele Fenster braucht ihr denn eigentlich? 50, 60, 70. Nö. Ich denke, so viel sind es nicht. Unten, wenn es insgesamt 50 sind, dann 40 reichen wahrscheinlich auch noch. Weiß nicht, wie viel hast du schon? Jetzt sind wieder 28 da. Ja, dann reicht das erstmal, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache dieses Riesenvieh mal wieder weg. Oh Mann, Erdbeben. Nee, das geht echt nicht mehr so. Geht das? Was hast du da gebaut, Koja? Ich bin unschuldig. Ich habe gar nichts. Ich bin nur... Und ich habe halt irgendwie ein Zielproblem. Ich treffe halt nie die richtige Stelle. Ich komme da immer hoch. Dann lass was im Quetschal. Seine Stöckelschuhe. Ja, die braucht er wohl immer noch. Was? Stöckelschuhe? Ja. Also, das ja, geht nicht mit der Rampe so richtig. Kann man die Rampen so halb ineinander bauen? Nö, dass man jetzt wenigstens drei hinsetzen kann, kriegst du gar nicht hin jetzt, ne? Drei Stück. Ja, wenn du da oben wieder Ceiling reinhast, schon, aber dann war... Achso, nee, das schaut dann wieder so doof aus. Dann ragt die Ceiling ja halb raus, ne? Oder so war das, gell? Ja. Aber könnte ich nicht? Warte mal, ich will mal was probieren, okay? Ja, probieren. Immer diese Rampenkacke. Das ist jedes Mal... Moment, so, die 9... Nee, Quatsch, null. Interessant ist, wenn ich auf der Ceiling was setzen möchte, dann ist es wirklich eineinhalb hoch. Wenn ich es auf der oben mache, ist keine eineinhalb hoch. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ja auch Probleme da drüben mit der Wand. Mit der Decke. Also irgendwie, als wären hier die Maße teilweise nicht so ganz. Weiß ja auch nicht. So, und jetzt da oben noch eine dran, wie sieht das dann aus? Ansonsten bauen wir sie nämlich ums Eck. Von oben geht's, aber von unten wird scheiße ausschauen, weil die Rampe ja halb durch die Ceiling durchgeht. Und der Winkel passt nicht, dass nicht mit der anderen abschließt. Das ist das, was ich fragen wollte. Ja, okay. Dann müssen wir. Aber warte mal kurz, ich habe noch eine Idee. Ich brauche ein Dingsroof, ein Sloped Stone Roof. Obi, hast du drei Steine für mich? Oder irgendwer drei Steine? Ja, Moment, dann baue ich mal so ein Ding. Oder? Nee, kann ich nicht. Aber da müssen wir doch erst so eine schräge Wand bauen, damit das geht. Hier, Steine. Da musst du erst so eine... Du meinst dieses komische Dreieckerl? Du musst... Genau, sonst snappt das nee, ja nirgendwo dran. Nee, das geht auch so. Schauen wir mal. Bin mir sehr sicher, dass nicht. Ich hab's bei unserem Haus auch so ansetzen können, ohne das Ding. Haben sie es geändert? Also als es frisch reinkam, ging es nicht. Da hatte ich es probiert. Beim Dachbau und da hat er gesagt, nö, lass mal. Also ich konnte es einfach so hinsetzen. Cheater. Wusst schon immer. Wolltest nicht immer deine Mitspieler beschimpfen? Schimpfe sie nicht, ich bezichtige sie des Cheatens. Ja, ja, ich weiß, das machst du mit diversen Leuten. Auch in anderen Let's Plays.
Da fällt mir gerade wieder Cheetah Schilling ein, die eine Folge. Oh Mann, ich habe einen Cheetah Coach gedacht. Ach so, ja, alles. Ja, alles Cheetah. Obi, du kannst es mal probieren, mir würde es nur in die falsche Richtung setzen. Das ist ja hier, musst du richtig studiert haben, um Rampen zu setzen. Mensch, gibt's ja gar nicht. Und kriegst du es hin? Aber lass uns doch einmal so eine Zwischenwand setzen. So eine schräge. Ah, probiert Obi gerade. Achso, nee, du meinst das Dreieckel. Das Dreieckel, genau. Das setzt. Und das stört ja nicht. Und dann, ich habe nur leider jetzt den Stein nicht mehr. Du hast alles. Und notfalls reißt man es danach wieder ab. Vielleicht bleibt dann das Ding stehen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Das ist mal Spannung auf einem ganz anderen Niveau. Nicht hier Dinos zähmen und so, sondern wird die Rampe ins Haus passen? Schaffen Sie es noch in dieser Aufnahme? Schaffen Sie es noch oder werden Sie vorher bekloppt? Ja, das ist ein totes Rennen, das sehen wir doch schon. Oh. Da, Obi, probier's jetzt mal. Sie und oder willst du behaupten, du bist nicht bekloppt? Ich? Ja, du. Ich niemals. Mhm. Er muss eine große Amnesie haben während seinem Urlaub. Kann mich an nichts erinnern, weißt? Ja, ja. Geht's jetzt, Obi? Ja, also an die Amnesie könnte ich mich ja wohl erinnern. Ja, nicht genau. Ja, du. Und geht's? Obi sagt ja nichts. Obi? Es ging ganz kurz, aber ich will mal was sehen. Dann gib mir's noch einmal. Warte kurz. Oh! Immer das mit Quetzal, aber jetzt sieht der Akku ja auch mal, wie das bebt. Das ist extrem. Das ist der Quetzal. Da reißt mein ganzes Haus ein. Wahrscheinlich müssen wir rechts auch so ein Ding bauen. Da wird mit der Wand rechts da und der Schräge nicht so ganz zurechtkommen. Ui, oh, das sieht aber scheiße aus. Naja, nö. Ja, da es keine Steinrampen gibt, ist das so. Ja, aber es ist die beste Option. Soll das PvP-Tauglich sein oder Schönheitswettbewerb gewinnen? Beides. Es soll die schönste PvP-Basis aller Zeiten. Boah. Ist es. Aber das könnten wir. Na gut, nein. Wollen wir es durch Metallrampen ersetzen oder wollen wir bei Stein bleiben? Oh. Was? Ach so, Rampen. Ja, naja, dann würde ich schon Metall, oder? Früher oder später? Eher später. Ja, dann kann man den unteren Teil eher auswechseln. Ja. Ach so, Metalldach gibt's ja auch noch. Natürlich. Dann könnte man das alles aus Metall machen. Unten Metallrampe, oben Metalldach, dann ist es wieder einheitlich. Ach so, so meinst du. Wir können es ja aber erstmal lassen. Ne? Schauen wir mal bei den Engrams. Müsste Metalldach geben eigentlich. Metall-Ceilings, ist doch Wind, oder? Nee, nee, oder er meint diese Schrägen. Achso, die Schrägen, ja, die gibt's auch aus Metall. Sehen Sie mal. Ja, dann können wir das auch machen, ja. Ist ja Wahnsinn. Naja, und dann machen wir jetzt hier oben noch das zweite Stockwerk drauf. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Hast du noch Fenster dabei, Obi? Die sind alle im Schrank. Alle im Schrank, super. Oder meinst du direkt? Oder Fensterframe. Nee, nur die Frames erstmal. Genau, da brauchen wir mal 10 Stück. So, und Wände. So, und jetzt bin ich wieder encumbert. Super. Oh, heck. Dann überlad dich doch nicht immer so. Muss. So. Muss gar nicht. Willst. Das ist hier hinten, die Wand sitzt echt anders. Das ist komisch, was ist hier kaputt? Die sitzt weiter draußen als die anderen. Naja. Wie war es mit dem Schönheitswettbewerb? Schon verloren. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich die
fällt mir an dieser Stelle wieder ein, dass ich weiß immer noch nicht, wo ich die Dodo-Arena bauen soll. Ja, bei der Dodo-Arena gibt es eh so kleine Probleme. Haben wir uns neulich überlegt, was, wenn du die Arena baust oder unser Tribe die Arena baut, dann kann es passieren, dass die fremden Dodos ja alle zuerst einmal auf die Konstruktion unserer Arena gehen und nicht auf unseren Dodo. Ist das so? Fand ich einen guten Einwand, ja sicher. Kann da passieren, wenn die nicht nah genug zusammenstehen, dass die Dodos von zum Beispiel den Amazonen zuerst einmal versuchen, unsere Arena zu zerstören. Aber man kann unser die doch fernsteuern, die Dodos. Man könnte ja mit Fernrohren, also das ist ja quasi dann haben die Spieler quasi auch noch Einfluss. Dann könnte man mit Fernrohren da sitzen und die Dodos halt dahin steuern, wo man sie gerne hätte. Müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Ja, falsch rum. Das wäre zumindest noch eine Option. So, jetzt überlege ich, brauchen wir hier hinten Fenster. Eigentlich war doch hier noch eins. Hier wäre noch ein Fenster gut. Hast du noch eins zufällig? Ich kann kurz eins. In der Ecke oder also beides, welche Richtung? Beide Ecken. Okay. Winkel. Genau. So, und dann den Rest können wir hier mit Wand zukleistern. Ja. Was passiert, wenn mehrere Leute Wände setzen? Ich hab jetzt zum Glück nichts gesetzt. Sonst wären drei jetzt zerflogen. Gut, jetzt noch sie links. Die habe ich wieder nicht. Geht ja flott. Wenn's mal geht. Achso, hier wollte ich eigentlich auch noch Wände bauen. Ja, du könntest die Geräte dann noch aufstellen, wenn du magst. Ja, die wollte ich erst, wenn wir sicher sind, dass wir da, aber gut, die machen wir auf jeden Fall noch rein, die Türen und so. Ja, denke schon. Vor allem bräuchten wir dann halt nicht mehr alles in den Pronto da unten stopfen, sondern könnten die Sachen da herum verwenden. Der arme Pronto da unten kann sich nicht keinen Millimeter mehr bewegen. Der ist so voller Eisen, ja, dass er sich definitiv nicht mehr bewegt. Machen wir hier noch hin und dann brauchen wir da auch wieder Fenster hier. Genau, hier ist schon alles mit Fenstern und da vorne eine Möglichkeit auch noch. Hier. Jetzt da muss nicht, wahrscheinlich ein neues Ceiling draufsetzen. Doch, das kann nicht passen, weil ich ja die Konstruktion nicht 1:1 anders dran bauen konnte. Da muss definitiv ein Ceiling drüber setzen. Was? Hast du noch eine Ceiling? Ja, nein. Nein. Ubi, hast du genug Stein für eine? Oder zwei? Ja. Hilfe! Was? Ne, Moment mal, aber wieso, was? Ach so, war das, du hast unten angefangen zu bauen, oder wie? Nein, ich habe oben angefangen zu bauen, aber nach zwei Rampen brauchst du doch eine Ceiling und Pillar. Die Pillar habe ich zwar geschafft, halbwegs gerade hinzustellen, passend zu unserer Konstruktion, aber natürlich die Entfernung nicht hundertprozentig. Ja, aber deshalb müsste doch die Wand, die hier ist, vor der ich jetzt stehe, diese Wand hier müsste doch eigentlich passen. Die müsste doch... Ich verstehe nicht, wieso das hier verschoben ist. Nein, weil ich das Dach von unten gebaut habe. Das Dach habe ich dann unten angefangen und nach oben gebaut. Aha. Ja, schau dir mein Video an, dann siehst du das teilweise. Wie schließen wir das denn dann jetzt ab? Moment, schon dabei. Man könnte. Ja, das wird nicht gehen. Nee. Ja, doch, ich könnte hier. Nee, das ist ersetzen, glaube ich, ja. Ja, weil ich wollte eigentlich die Wand hier jetzt fortführen, die hier ist, ne? Und nach rechts an diese Wand anschließen, aber das geht ja nicht. Selbst wenn du jetzt die Ceiling neu setzt, dann könnte man höchstens nach hinten bauen und hier vorne anschließen. Ja, dann sollte man da doch Pflanzen hinstellen und dazu machen. Na, also meine ich setze jetzt mal die Wand, wir haben ja genug. So wollte ich es eigentlich. Jetzt haben wir da die Lücke. Und kannst du da eine Wand dran setzen? Ich probier's mal. Nee,
obstructed. Ja, die ist zu. Ah, naja, dann müssten wir die da abessen. Gar nicht so einfach, diese Bauerei manchmal. Hier die Wand geht zum Glück. Na ja, gut. Zwar immer noch da, aber stört nicht. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Eine Wand reingesetzt. Ach, eine neue quasi. Ach nee, so, was? Die, nee, die sind doppelt. Die sind voreinander jetzt, oder wie? Ja, die zwei ganz am Rand, ja. Aha. Ja, das ist auch okay. Sieht zwar, also es ist zwar nicht schön, aber selten. Jetzt soll uns erstmal nur nachmachen. Das ist doch top. Ja, jetzt zieht man zumindest das grausliche Ding dahinter nicht mehr. Das muss so sein. Müssen wir einfach nur verkaufen, dass das exakt so ja, ist. Ja, kommen wir mal da runter. Ach, nicht, dass das nicht geht oder so. Nee, nee, schau her, weil die Pillar da musste ich ja von unten nach oben bauen. Beziehungsweise, ja, die musste ich von unten nach oben bauen. Weil ich habe ja da nichts zum Snappen gehabt. Gut, da hättest du die Ceiling eventuell direkt setzen können und dann die Pillar unten dran. Das ist allerdings bei den Felsen so eine Sache. Wegen der Rampen. Ja. An den Rampen snappt es ja nicht. Ja. Alles nicht so einfach. Aber es, ich finde das jetzt okay, also es stört mich jetzt nicht. Ja. Das ist in Ordnung. So kann ich damit leben. Ja, total. Also gut, da haben wir doch ein bisschen was erreicht in dieser Folge. Ich würde sagen, den Rest machen wir nochmal ein bisschen offscreen weiter auch. Dann machen wir hier noch die Mauer ein bisschen höher innen, die Maschinen stellen wir noch auf. Und wir brauchen auch noch den Raum für den, was? So, oh, ja, nimm die Waffe auf die Hand. Gut. So, ja, das ist immer, wenn ich die Szene wechsle. Ja, wenn der Endscreen angeht, wechsle ich hier auf eine Waffe. Das, da sind die immer alle so beunruhigt. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Ich sag dich lieber, das macht mehr Spaß. Ich wollte ja eigentlich, verdammt nochmal, ich habe nicht dran gedacht. Mhm. Nächste Folge. Was? Auch nichts. Hab da noch was dabei. Ja, dann mach doch. Nee. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann, wie gesagt, wenn wir hier eigentlich fertig gebaut haben, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht in Richtung Wolfsjagd mal aufbrechen oder vielleicht auch schon mal in die Höhle rein oder ach, irgendwas fällt uns schon ein. Wir haben so viel zu tun, noch vieles zu zeigen und vermutlich ist... Oder wir suchen uns einen Quetzal. Oder aber es wird, bis diese Folge hier erscheint, vermutlich bereits ein neues Update raus sein. Und dann sind hier Baby-Dinos unterwegs und wir können den Eiern Dinos großziehen. Ich schätze mal, das wird einige Folgen noch brauchen, bis wir das dann alles gezeigt haben und ausprobiert haben. Wir haben viele Eier in unserem Kühlschrank, ja? Ich vermute fast, die das wirst du nicht verwenden können. Das wird wahrscheinlich neue Item-Typen geben oder so. Muss man mal drauf achten, was dann passiert. Auf jeden Fall brauchen wir irgendeine Brutmaschine oder genau, einen Inkubator. Ja, genau. So, so einen Brutkasten müssen wir bauen. Wir sind gespannt auf den Patch. Vielleicht ist der sogar schon erschienen, bis diese Folge kommt. Dann schiebe ich solche Specials natürlich immer gerne ein. Und dann wundert ihr euch, was ich hier laber. Ey, den Patch gibt's doch schon. Ja, ist dann halt so. Wir nehmen das immer ein bisschen im Voraus auf. Also je nachdem. Wie das so läuft, müssen wir mal drauf achten. Und bin ich auf jeden Fall riesig gespannt drauf. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Denke ich, sind wir alle. Nicht nur du. Ja, das sind wir alle. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Folgen dann wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao. Tschüss.